Hans-Heinz Evers, die Spinne. Als der Student der Medizin Richard Braquemont sich entschloss, das Zimmer Nummer 7 des kleinen Hôtels Divan Rue Alfred Duvant 6 zu beziehen, hatten sich in diesem Raume an drei aufeinanderfolgenden Freitagen drei Personen am Fensterkreuzer erhängt. Der erste war ein Schweizer Handlungsreisender. Man fand seine Leiche erst Samstagabend. Der Arzt stellte fest, dass der Tod zwischen 5 und 6 Uhr Freitagnachmittags eingetreten sein müsse. Die Leiche hing an einem starken Haken, der in das Fensterkreuz eingeschlagen war und zum Aufhängen von Kleidungsstücken diente. Das Fenster war geschlossen. Der Tote hatte als Strick die Gardinenschnur benutzt. Da das Fenster sehr niedrig war, lagen die Beine fast bis zu den Knien auf dem Boden. Der Selbstmörder musste also eine starke Energie in der Ausführung seiner Absicht betätigt haben. Es wurde festgestellt, dass er verheiratet und Vater von 4 Kindern war, sich in durchaus gesicherter und auskömmlicher Lebensstellung befand und von heiterem, fast stets vergnügtem Charakter war. Irgendetwas Schriftliches, das auf den Selbstmord Bezug hatte, fand man nicht vor. Ebenso wenig ein Testament. Auch hatte er keinem seiner Bekannten gegenüber jemals eine dahingehende Äußerung getan. Nicht viel anders lag der zweite Fall. Der Artist Karl Krause, als Fahrradverwandlungskünstler in dem ganz nahegelegenen Cirque Medrano engagiert, bezog das Zimmer Nummer 7 2 Tage später. Als er am nächsten Freitag nicht zur Vorstellung erschien, schickte der Direktor den Theaterdiener in das Hotel. Dieser fand den Künstler in dem nicht verschlossenen Zimmer am Fensterkreuz erhängt vor, und zwar unter den durchaus gleichen Umständen. Dieser Selbstmord schien nicht weniger rätselhaft. Der beliebte Artist bezog recht hohe Gagen und pflegte, ein 25-jähriger junger Mann, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Auch hier nichts Schriftliches, keinerlei verfängliche Äußerung. Die einzige Hinterbliebene war eine alte Mutter, die ihr Sohn pünktlich an jedem ersten 200 Mark für ihren Lebensunterhalt zu schicken pflegte. Für Frau Dubenon, die Besitzerin des billigen kleinen Hotels, dessen Kundschaft sich fast nur aus den Mitgliedern der nahegelegenen Montmartre-Varietés zusammenzusetzen pflegte, war dieser zweite seltsame Todesfall in demselben Zimmer von sehr unangenehmen Folgen. Schon waren einige ihrer Gäste ausgezogen, andere regelmäßige Klienten nicht wiedergekommen. Sie wandte sich an den ihr persönlich befreundeten Kommissar des 9. Bezirks, der ihr zusagte, alles für sie zu tun, was in seinen Kräften liege. So betrieb er denn nicht nur die Nachforschung nach irgendwelchen Gründen für die Selbstmorde der beiden Hotelgäste mit besonderem Eifer, er stellte ihr auch einen Beamten zur Verfügung, der das geheimnisvolle Zimmer bezog. Es war dies der Schutzmann Charles-Marie Chaumier, der sich freiwillig hierzu erboten hatte. Ein alter Marsouis, Marine-Infanterist mit 11-jähriger Dienstzeit, hatte dieser Sergeant in Tonquier und Anama so manche Nacht einsam auf Posten gelegen, so manchen unangemeldeten Besuch katzenschleichender gelber Flusspiraten mit einem erfrischenden Schuss aus der Lederbüchse begrüßt, dass er wohl geeignet schien, den Gespenstern, von denen sich die Rue Alfred Duvant erzählte, zu begegnen. Er bezog also bereits am Sonntagabend das Zimmer und legte sich befriedigt schlafen, nachdem er den Speisen und Getränken der würdigen Frau Dubenon reichlich zugesprochen hatte. Jeden Morgen und Abend machte Chaumier dem Polizeirevier einen kurzen Besuch, um Bericht zu erstatten. Diese beschränkten sich in den ersten Tagen darauf, dass er erklärte, auch nicht das Allergeringste bemerkt zu haben. Dagegen sagte er Mittwochabend, er glaube, eine Spur gefunden zu haben. Gedrängt, mehr zu sagen, bat er, einstweilen schweigen zu dürfen. Er habe keine Ahnung, ob das, was er glaube, entdeckt zu haben, wirklich mit dem Tode der beiden Leute in irgendeinem Zusammenhang stehe. Und er fürchte sehr, sich zu blamieren und dann ausgelacht zu werden. Am Donnerstag war sein Auftreten ein wenig unsicherer, auch ernster. Doch hatte er wieder nichts zu berichten.
Am Freitagmorgen war er ziemlich aufgeregt. Er meinte, halb lachend, halb ernst, dass dieses Fenster jedenfalls eine seltsame Anziehungskraft habe. Jedoch blieb er dabei, dass das mit dem Selbstmorde in gar keiner Beziehung stehe und dass man ihn nur auslachen würde, wenn er mehr sage. An dem Abend dieses Tages kam er nicht mehr ins Polizeirevier. Man fand ihn an dem Haken des Fensterkreuzes aufgehängt. Auch hier waren die Indizien bis auf die kleinste Einzelheit dieselben wie in den anderen Fällen. Die Beine baumelten auf den Fußboden, als Strick war die Gardinenschnur benutzt, das Fenster war zu, die Türe nicht verschlossen. Der Tod war in der 6. Nachmittagsstunde eingetreten. Der Mund des Toten war weit offen und die Zunge hing heraus. Dieser dritte Tod, Zimmer Nummer 7, hatte zur Folge, dass noch am selben Tage sämtliche Gäste aus dem Hotel Stivon auszogen, mit Ausnahme eines deutschen Gymnasialprofessors auf Nummer 16, der aber die Gelegenheit benutzte, den Mietpreis um ein Drittel zu kürzen. Es war ein geringer Trost für Frau Dubenon, als am anderen Tage Marie Gardon, der Star der Opera Comique, in ihrem Renault vorfuhr und ihr die rote Gardinenschnur um 200 Franken abhandelte. Einmal, weil das Glück brachte und dann, weil es in die Zeitung kam. Wenn diese Geschichte im Sommer passiert wäre, so im Juli oder August, so würde Frau Dubenon wohl das Dreifache für ihre Schnur erzielt haben. Die Blätter hätten dann gewiss wochenlang ihre Spalten mit diesem Stoff gefüllt. So aber mitten in der Saison, Wahlen, Marokko, Persien, Bankkrach in New York, nicht weniger wie drei politische Affären, wirklich, man wusste kaum, wo man den Platz hernehmen sollte. Die Folge war, dass die Affäre der Rue Alfred-Stuver eigentlich weniger besprochen wurde, als sie es wohl verdiente. Und weiter, dass die Berichte knapp und kurz, meist sachlich, den Polizeibericht wiedergaben und sich von Übertreibung ziemlich frei hielten. Diese Berichte waren das Einzige, was der Student der Medizin Richard Braquemont von der Angelegenheit wusste. Eine weitere kleine Tatsache kannte er nicht. Sie schien so unwesentlich, dass weder der Kommissar noch irgendein anderer der Augenzeugen sie den Reportern gegenüber erwähnt hatte. Erst später, nach dem Abenteuer des Mediziners, erinnerte man sich wieder daran. Als nämlich die Polizisten die Leiche des Sergeant Charles-Marie Chaumont von den Fensterkreuzen abnahmen, kroch aus dem offenen Munde des Toten eine große schwarze Spinne heraus. Der Hausknecht knipste sie mit dem Finger fort, dabei rief er: Pfui, Teufel, wieder so ein Biest! Im Verlaufe der weiteren Untersuchung, die auf Braquemont Bezug hatte, sagte er dann aus, dass er, als man die Leiche des Schweizer Handlungsreisenden abgenommen habe, auf seiner Schulter eine ganz ähnliche Spinne haben laufen sehen. Aber hiervon wusste Richard Braquemont nichts. Er bezog das Zimmer erst 2 Wochen nach dem letzten Selbstmorde, an einem Sonntag. Was er dort erlebte, hat er täglich gewissenhaft in einem Tagebuch vermerkt. Das Tagebuch des Richard Braquemont, Studenten der Medizin. Montag, den 28. Februar. Ich bin gestern Abend hier eingezogen. Ich habe meine 2 Körbe ausgepackt und mich ein wenig eingerichtet, dann bin ich zu Bett gegangen. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Es schlug gerade 9 Uhr, als mich ein Klopfen an der Tür weckte. Es war die Wirtin, die mir selbst das Frühstück brachte. Sie ist wohl sehr besorgt um mich. Das merkt man aus den Eiern, dem Schinken und dem ausgezeichneten Kaffee, den sie mir brachte. Ich habe mich gewaschen und angezogen, dann zugeschaut, wie der Hausknecht das Zimmer machte. Dabei habe ich meine Pfeife geraucht. So, nun bin ich also hier. Ich weiß recht gut, dass die Sache gefährlich ist, aber ich weiß auch, dass ich gemacht bin, wenn es mir gelingt, ihr auf den Grund zu kommen. Und wenn Paris einst eine Messe wert war, so billig gewinnt man es heute nicht mehr, so kann ich wohl mein bisschen Leben dafür aufs Spiel setzen. Hier ist eine Chance. Nun gut, ich will sie versuchen. Übrigens waren andere auch so schlau, das herauszufinden. Nicht weniger wie 27 Leute haben sich bemüht, teils auf der Polizei, teils direkt bei der Wirtin das Zimmer zu bekommen. Es waren 3 Damen darunter. Es war also genug Konkurrenz da.
Wahrscheinlich alle ebenso arme Teufel wie ich selbst. Aber ich habe die Stelle bekommen. Warum? Ach, ich war wahrscheinlich der Einzige, der der weisen Polizei mit einer Idee aufwarten konnte. Eine nette Idee. Natürlich war es ein Bluff. Diese Rapporte sind auch für die Polizei bestimmt. Und da macht es mir Spaß, den Herren gleich am Anfang zu sagen, dass ich ihnen hübsch was vorgemacht habe. Wenn der Kommissar vernünftig ist, wird er sagen, gerade deshalb scheint der Braquemont geeignet. Ja, übrigens ist es mir ganz gleichgültig, was er später sagt. Jetzt sitze ich ja hier. Und mir scheint es ein gutes Omen, dass ich meine Tätigkeit damit begonnen habe, den Herren so gründlich zu bluffen. Ich war auch zuerst bei Frau Dubenon, die schickte mich zum Polizeirevier. Eine ganze Woche lang habe ich jeden Tag da herumgelungert. Immer wurde mein Anerbieten in Erwägung gezogen und immer hieß es, ich solle morgen wiederkommen. Die meisten meiner Konkurrenten hatten die Flinte längst ins Korn geworfen, hatten auch wohl etwas Besseres zu tun, als in der muffigen Wachstube stundenlang zu warten. Der Kommissar war schon ganz ärgerlich über meine Hartnäckigkeit. Endlich sagte er mir kategorisch, dass mein Wiederkommen keinen Zweck habe. Er sei mir wie auch den anderen dankbar für meinen guten Willen, aber man habe absolut keine Verwendung für dilettantische Laienkräfte. Wenn ich nicht irgendeinen ausgearbeiteten Operationsplan habe. Da sagte ich ihm, ich hätte einen solchen Operationsplan. Ich hatte natürlich gar nichts und hätte ihm kein Wörtchen erzählen können. Aber ich sagte ihm, dass ich ihm meinen Plan, der gut sei, aber recht gefährlich und wohl auch denselben Schluss finden könne wie die Tätigkeit des Schutzmannes, nur dann mitteilen wolle, wenn er sich ehrenwörtlich bereit erkläre, ihn selbst auszuführen. Dafür bedankte er sich. Er meinte, dass er durchaus keine Zeit für so etwas habe. Aber ich sah, dass ich Oberwasser bekam, als er mich fragte, ob ich ihm nicht wenigstens eine Andeutung geben wolle. Und das tat ich. Ich erzählte ihm einen blühenden Unsinn, von dem ich selbst eine Sekunde vorher noch gar keine Ahnung hatte. Ich weiß gar nicht, woher mir plötzlich dieser seltsame Gedanke kam. Ich sagte ihm, dass unter allen Stunden der Woche es eine gäbe, die einen geheimnisvollen, seltsamen Einfluss habe. Das sei die Stunde, in der Christus aus seinem Grabe verschwunden sei, um niederzufahren zur Hölle, die sechste Abendstunde des letzten Tages der jüdischen Woche. Und er möge sich erinnern, dass es diese Stunde gewesen sei, Freitag zwischen 5 und 6 Uhr, in der alle drei Selbstmorde begangen worden seien. Mehr könne ich ihm jetzt nicht sagen, verweise ihn aber auf die Offenbarung St. Johannes. Der Kommissar machte ein Gesicht, als ob er davon etwas verstehe, bedankte sich und bestellte mich für den Abend wieder. Ich trat pünktlich in sein Büro. Vor ihm auf dem Tisch sah ich das Neue Testament liegen. Ich hatte in der Zwischenzeit dieselben Studien gemacht wie er. Ich hatte die Offenbarung durchgelesen und nicht eine Silbe davon verstanden. Vielleicht war der Kommissar intelligenter wie ich. Jedenfalls sagte er mir sehr verbindlich, dass er trotz meiner nur sehr vagen Andeutung glaube, meinen Gedankengang zu verstehen. Und dass er bereit sei, auf meine Wünsche einzugehen und sie in jeder Weise zu fördern. Ich muss anerkennen, dass er mir in der Tat sehr behilflich gewesen ist. Er hat das Arrangement mit der Wirtin getroffen, demzufolge ich während der Dauer meines Aufenthalts im Hotel alles frei habe. Er hat mir einen ausgezeichneten Revolver gegeben und eine Polizeipfeife. Die Dienststunden und Schutzleute haben Befehl, möglichst oft durch die kleine Rue Alfred-Divot zu gehen und auf ein kleinstes Zeichen von mir hinaufzukommen. Die Hauptsache ist aber, dass er mir in dem Zimmer ein Tischtelefon hat anbringen lassen, durch das ich mit dem Polizeirevier in direkter Verbindung stehe. Da dieses kaum 4 Minuten entfernt ist, kann ich also jederzeit schnellste Hilfe haben. Bei all dem verstehe ich nicht recht, vor was ich Angst haben sollte. Dienstag, 1. März. Vorgefallen ist nichts, weder gestern noch heute. Frau Dubenon hat eine Gardinenschnur gebracht aus einem anderen Zimmer. Sie hatte genug leer stehen. Sie benutzt überhaupt jede Gelegenheit, um zu mir ins Zimmer zu kommen. Jedenfalls bringt sie etwas mit. Ich habe mir noch einmal in allen Einzelheiten die Vorkommnisse erzählen lassen, aber nichts Neues erfahren. Bezüglich der Todesursache hat sie ihre eigene Meinung. Was den Artisten angehe, so glaube sie,
dass es sich um eine unglückliche Liebschaft handle. Als er am letzten Jahre bei ihr gewesen, sei häufig eine junge Dame zu ihm gekommen, die sich aber diesmal nicht habe blicken lassen. Was dem Schweizer Herrn seinen Entschluss eingegeben habe, wissen sie freilich nicht. Man könne ja aber auch nicht alles wissen. Aber der Sergeant habe ganz gewiss den Selbstmord nur begangen, um sie zu ärgern. Ich muss sagen, dass diese Erklärungen der Frau Dumenor etwas dürftig sind, aber ich habe sie ruhig schwatzen lassen. Immerhin unterbricht sie meine Langeweile. Donnerstag, 2. März. Noch immer gar nichts. Der Kommissar klingelt ein paar Mal am Tage an, ich sage ihm dann, dass es mir ausgezeichnet gehe. Offenbar befriedige ihn diese Auskunft nicht ganz. Ich habe meine medizinischen Bücher herausgenommen und studiere. So hat meine freiwillige Haft doch einen Zweck, auf alle Fälle. Freitag, 4. März, 2 Uhr nachmittags. Ich habe ausgezeichnet zum Mittag gespeist. Dazu hat mir die Wirtin eine halbe Flasche Champagner gebracht. Es war eine richtige Henkersmahlzeit. Sie betrachtet mich als schon dreiviertel tot. Ehe sie ging, hat sie mich weinend gebeten, mitzukommen. Sie fürchte wohl, dass ich mich auch noch aufhängen würde, um sie zu ärgern. Ich habe mir eingehend die neue Gardinenschnur betrachtet. Daran also soll ich mich gleich aufhängen. Ich verspüre wenig Lust dazu. Dabei ist die Schnur rau und hart und zieht sich sehr schlecht in der Schlinge. Man muss schon einen recht guten Willen haben, um das Beispiel der anderen nachzuahmen. Jetzt sitze ich an meinem Tisch. Links steht das Telefon, rechts liegt der Revolver. Furcht habe ich gar nicht. Aber neugierig bin ich. 6 Uhr abends. Nichts ist passiert. Beinahe hätte ich geschrieben, leider. Die verhängnisvolle Stunde kam und ging und sie war wie alle anderen. Freilich kann ich nicht leugnen, dass ich manchmal einen gewissen Drang verspürte, zum Fenster zu gehen. Oh ja, aber aus anderen Gründen. Der Kommissar klingelte zwischen 5 und 6 wenigstens 10-mal an. Er war ebenso ungeduldig wie ich selbst. Aber Frau Dubenon ist vergnügt. Eine Woche hat jemand auf Nummer 7 gewohnt, ohne sich aufzuhängen. Fabelhaft. Montag, 7. März. Ich bin nun überzeugt, dass ich nichts entdecken werde und neige der Ansicht zu, dass es sich bei den Selbstmorden meiner Vorgänger nur um einen seltsamen Zufall gehandelt hat. Ich habe den Kommissar gebeten, nochmals in allen 3 Fällen eingehende Nachforschung veranlassen zu wollen. Ich bin überzeugt, dass man schließlich doch die Gründe finden wird. Was mich anbetrifft, so werde ich so lange wie möglich hier bleiben. Paris werde ich freilich hier nicht erobern, aber ich lebe hier umsonst und messe mich ordentlich an. Dazu studiere ich tüchtig. Ich merke ordentlich, wie ich in Schuss komme. Und endlich habe ich noch einen Grund, der mich hier hält. Mittwoch, 9. März. Also, ich bin einen Schritt weitergekommen. Ich habe von Clarimont noch nichts erzählt. Also, sie ist mein 3. Grund, hier zu bleiben. Und sie ist auch, wegen der ich in jener verhängnisvollen Stunde gerne zum Fenster gegangen wäre, aber gewiss nicht, um mich aufzuhängen. Clarimont, warum nenne ich sie nur so? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber es ist mir, als müsse ich sie Clarimont nennen. Und ich möchte wetten, dass sie sich wirklich so nennt, wenn ich sie einmal nach ihrem Namen frage. Ich habe Clarimont gleich in den ersten Tagen bemerkt. Sie wohnt auf der anderen Seite der sehr schmalen Straße und die Fenster liegt dem meinen gerade gegenüber. Da sitzt sie hinter den Vorhängen. Übrigens muss ich feststellen, dass sie mich früher beobachtete, wie ich sie, und sichtlich ein Interesse für mich bewies. Kein Wunder, die ganze Straße weiß ja, dass ich hier wohne. Und weshalb? Dafür hat Frau Dubenon schon gesorgt. Ich bin wirklich keine sehr verliebte Natur und meine Beziehungen zur Frau sind immer sehr kärglich gewesen. Wenn man aus Verdun nach Paris kommt, um Medizin zu studieren und dabei kaum so viel Geld hat, um sich alle 3 Tage einmal satt zu essen, dann hat man an etwas anderes zu denken als an die Liebe.
Ich habe also nicht viel Erfahrung. Und vielleicht habe ich diese Sache ziemlich dumm angefangen. Immerhin, mir gefällt sie, so wie sie ist. Im Anfang ist mir gar nicht der Gedanke gekommen, mein Gegenüber in irgendwelche Beziehung zu mir zu bringen. Ich habe mir nur gedacht, dass ich nun doch einmal hier sei, um zu beobachten und sonst mit dem besten Willen nichts zu erforschen habe, so könne ich gerade so gut mein Gegenüber beobachten. Den ganzen Tag lang kann man ja doch nicht über den Büchern sitzen. So habe ich also festgestellt, dass Clarimont die kleine Etage augenscheinlich allein bewohnt. Sie hat drei Fenster, aber sie sitzt nur an dem Fenster, das dem meinen gegenüberliegt. Sie sitzt da und spinnt an einem kleinen altmodischen Rocken. Ich habe so einen Spinnrocken einmal bei meiner Großmutter gesehen, aber die hat ihn auch nicht gebraucht, hat ihn nur geerbt von irgendeiner Urtante. Ich wusste gar nicht, dass man heute noch damit arbeitet. Übrigens ist der Spinnrocken von Clarimont ein ganz kleines, feines Ding. Weiß und scheinbar aus Elfenbein. Es müsse ungeheuer zarte Fäden sein, die sie macht. Sie sitzt den ganzen Tag hinter den Vorhängen und arbeitet unaufhörlich. Erst wenn es dunkel wird, hört sie auf. Freilich wird es sehr früh dunkel in diesen Nebeltagen in der engen Straße. Um 5 Uhr schon haben wir die schönste Dämmerung. Licht habe ich nie gesehen in ihrem Zimmer. Wie sie aussieht, ja, das weiß ich nicht recht. Sie trägt die schwarzen Haare in Wellenlocken und ist ziemlich bleich. Die Nase ist schmal und klein und die Flügel bewegen sich. Auch ihre Lippen sind bleich und es scheint mir, als ob die kleinen Zähne zugespitzt wären, wie bei Raubtieren. Die Lider schatten tief, aber wenn sie aufschlägt, leuchten ihre großen dunklen Augen. Doch fühle ich das alles viel mehr, als ich es wirklich weiß. Es ist schwer, etwas genau zu erkennen hinter den Vorhängen. Und noch etwas. Sie trägt stets ein schwarz geschlossenes Kleid. Große lila Tupfen sind drauf. Und immer hat sie lange schwarze Handschuhe an, wohl um die Hände nicht bei der Arbeit zu verderben. Es sieht seltsam aus, wie die schmalen schwarzen Finger schnell scheinbar durcheinander die Fäden nehmen und ziehen. Wirklich, beinahe wie ein Gekrabbel von Insektenbeinen. Unsere Beziehungen zueinander, nun, eigentlich sind sie recht oberflächlich. Und doch kommt es mir vor, als wenn sie viel tiefer wären. Es fing wohl so an, dass sie zu meinem Fenster hinübersah und ich zu dem ihren. Sie beobachtet mich und ich sie. Und dann muss ich ihr wohl ganz gut gefallen haben, denn eines Tages, als ich sie wieder so anschaute, lächelte sie, ich natürlich auch. Das ging so ein paar Tage lang, immer öfter und öfter lächelten wir uns zu. Dann habe ich mir fast stündlich vorgenommen, sie zu grüßen. Ich weiß nicht recht, was mich immer da wieder davon abhielt. Eigentlich habe ich es doch getan, heute Nachmittag. Und Clarimont hat wieder gegrüßt. Nur ganz leise freilich, aber ich habe es wohl gesehen, wie sie genickt hat. Donnerstag, 10. März. Gestern bin ich lange aufgesessen über den Büchern. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich viel studiert habe. Ich habe Luftschlösser gebaut und von Clarimont geträumt. Ich habe unruhig geschlafen, bis tief in den Morgen hinein. Als ich ans Fenster trat, saß Clarimont da. Ich begrüßte sie und nickte wieder. Sie lächelte und sah mich lange an. Ich wollte arbeiten, aber ich fand die Ruhe nicht. Ich setzte mich ans Fenster und starrte sie an. Da sah ich, wie auch sie die Hände in den Schoß legte. Ich zog an der Schnur die weiße Gardine zurück. Im selben Augenblick fast tat sie das Gleiche. Wir lächelten beide und sahen uns an. Ich glaube, wir haben wohl eine Stunde so gesessen. Dann spann sie wieder. Samstag, 12. März. Diese Tage gehen so hin. Ich esse und trinke. Ich setze mich an den Arbeitstisch. Ich brenne da meine Pfeife an und beuge mich über ein Buch, aber ich lese keine Silbe. Ich versuche immer wieder, aber ich weiß zuvor, dass es gar nichts fruchten wird. Dann gehe ich ans Fenster. Ich grüße, Clarimont dankt. Wir lächeln und starren uns an, stundenlang. Gestern Nachmittag um die 6. Stunde war ich ein wenig unruhig.
Die Dämmerung brach sehr früh herein und ich fühlte eine gewisse Angst. Ich saß an meinem Schreibtisch und wartete. Ich fühlte einen fast unbezwingbaren Drang zum Fenster, nicht um mich aufzuhängen freilich, sondern um Clarimonde anzusehen. Ich sprang auf und stellte mich hinter die Gardine. Nie, scheint es mir, habe ich sie so deutlich gesehen, trotzdem es schon recht dunkel war. Sie spann, aber ihre Augen schauten zu mir herüber. Ich fühlte ein seltsames Wohlbehagen und eine ganz leise Angst. Das Telefon klingelte. Ich war wütend auf den albernen Kommissar, der mich mit seinen dummen Fragen aus meinen Träumen riss. Ach. Heute Morgen besuchte er mich, zusammen mit Frau Dubenon. Sie ist zufrieden genug mit meiner Tätigkeit. Es genügt ihr vollständig, dass ich nun 2 Wochen lang lebe in Zimmer Nummer 7. Der Kommissar aber will außerdem noch Resultate. Ich habe geheimnisvolle Andeutungen gemacht, dass ich einer höchst seltsamen Sache auf der Spur sei. Der Esel hat mir alles geglaubt. Auf jeden Fall kann ich noch wochenlang hier bleiben. Das ist mein einziger Wunsch. Nicht wegen Frau Dumenons Küche und Keller. Herrgott, wie rasch wird einem das gleichgültig, wenn man immer satt ist. Nur wegen ihres Fensters, das sie hasst und fürchtet und das ich so liebe. Dieses Fenster, das mir Clarimonde zeigt. Wenn ich die Lampe angesteckt habe, sehe ich sie nicht mehr. Ich habe mir die Augen ausgeguckt, um zu sehen, ob sie ausgeht, aber ich habe sie nie einen Schritt auf die Straße setzen sehen. Ich habe einen großen, bequemen Lehnstuhl und einen guten Schirm über der Lampe, dessen Schein mich warm einhüllt. Der Kommissar hat mir ein großes Paket Tabak mitgebracht. Ich habe nie so guten geraucht. Und trotzdem kann ich nicht arbeiten. Ich lese 2, 3 Seiten und wenn ich zu Ende bin, weiß ich, dass ich nicht ein Wort verstanden habe. Nur das Auge nimmt die Buchstaben auf, mein Hirn lehnt aber jeden Begriff ab. Ach, komisch. Als ob es ein Schild trage, Eingang verboten. Als ob es keinen anderen Gedanken mehr zulasse als den einen, Clarimonde. Endlich schiebe ich die Bücher weg, lehne mich tief zurück in meinen Sessel und träume. Sonntag, 13. März. Heute Morgen habe ich ein kleines Schauspiel gesehen. Ich ging im Korridor auf und ab, während der Hausknecht mein Zimmer in Ordnung brachte. Vor dem kleinen Hoffenster hängt ein Spinnenweb. Eine dicke Kreuzspinne sitzt darin. Frau Dubenon lässt sie nicht wegfangen. Spinnen bringen Glück. Und sie hatte gerade genug Unglück in ihrem Haus. Da sah ich, wie eine andere, viel kleinere Spinne vorsichtig um das Netz herumlief, ein Männchen. Behutsam ging es ein wenig auf dem schwankenden Faden der Mitte zu, aber sowie das Weibchen sich nur rührte, zog es sich schleunigst zurück, lief an ein anderes Ende und versuchte von neuem sich zu nähern. Endlich schien das starke Weibchen in der Mitte seinen Werbungen Gehör zu schenken. Es rührte sich nicht mehr. Das Männchen zupfte erst leise, dann stärker an einem Faden, sodass das ganze Netz zitterte. Aber seine Angebetete blieb ruhig. Da kam es schnell, aber unendlich vorsichtig näher heran. Das Weibchen empfing es still und ließ sich ruhig, ganz hingebend, seine zärtliche Umarmung gefallen. Unbeweglich hingen sie beide minutenlang mitten in dem großen Netz. Dann sah ich, wie das Männchen langsam sich löste. Ein Bein ums andere. Es war, als wolle es sich still zurückziehen und die Gefährtin allein lassen in dem Liebestraum. Plötzlich ließ es ganz los und lief so schnell es nur konnte hinaus aus dem Netz. Aber in demselben Augenblicke kam ein wildes Leben in das Weibchen. Rasch jagte es nach. Das schwarze Männchen ließ sich an einem Faden herab. Gleich machte die Geliebte das Kunststück nach. Beide fielen auf das Fensterbrett. Mit dem Aufgebot all seiner Kräfte suchte das Männchen zu entkommen. Zu spät. Schon fasste es mit starkem Griff die Gefährtin und trug es wieder hinauf in das Netz, gerade in die Mitte. Und dieser selbe Platz, der eben als Bett gedient hatte für wollüstige Begierde, sah nun ein ander Bild. Vergeblich zappelte der Liebhaber, streckte sich immer wieder die schwachen Beinchen aus, suchte sich zu entwinden aus dieser wilden Umarmung. Die Geliebte gab nicht mehr frei.
In wenigen Minuten spann sie ihn ein, dass er kein Glied mehr rühren konnte. Dann schlug sie die scharfen Zangen in seinen Leib und sog in vollen Zügen das junge Blut des Geliebten. Ich sah noch, wie sie endlich das jämmerliche, unkenntliche Klümpchen, Beinchen, Haut und Fäden loslöste und verächtlich hinauswarf aus dem Netz. So also ist die Liebe bei diesen Tieren. Nun, ich bin froh, dass ich kein Spinnenjüngling bin. Montag, 14. März. Ich werfe keinen Blick mehr in meine Bücher. Nur am Fenster verbringe ich meine Tage. Und wenn es dunkel ist, bleibe ich auch sitzen. Sie ist nicht mehr da, aber ich schließe die Augen und sehe sie doch. Dieses Tagebuch ist wirklich ganz anders geworden, als ich es mir vorstellte. Es erzählt von Frau Duvenant und dem Kommissar, von Spinnen und von Clarimont. Aber nicht eine Silbe über die Entdeckung, die ich machen wollte. Kann ich dafür? Dienstag, 15. März. Wir haben ein seltsames Spiel gefunden, Clarimont und ich. Wir spielen es den ganzen Tag lang. Ich grüße sie, sogleich grüßt sie zurück. Dann trommle ich mit der Hand gegen die Scheiben. Sie sieht es kaum und schon beginnt sie auch zu trommeln. Ich winke ihr zu, sie winkt wieder. Ich bewege die Lippen, als ob ich zu ihr spreche und sie tut dasselbe. Dann streiche ich von der Schläfe mein Haar zurück und schon ist auch ihre Hand an der Stirn. Ein richtiges Kinderspiel und wir lachen beide darüber. Das heißt, eigentlich lacht sie nicht. Es ist ein Lächeln. Still, hingebend. Genau so glaube ich selbst zu lächeln. Übrigens ist das alles nicht ganz so dumm, wie es den Anschein hat. Es ist nicht nur ein reines Nachmachen. Ich glaube, das würden wir beide bald leid werden. Es muss wohl eine gewisse Gedankenübertragung dabei eine Rolle spielen. Denn Clarimont folgt meinen Bewegungen in dem kleinsten Bruchteil einer Sekunde. Sie hat kaum Zeit, sie zu sehen und führt sie schon selbst aus. Manchmal scheint es mir, als ob es gleichzeitig wäre. Das ist es, was mich reizt. Immer etwas ganz Neues, Unvorgesehenes zu machen. Es ist verblüffend, wie sie zugleich dasselbe tut. Manchmal versuche ich, sie aufs Glatteis zu führen. Ich mache eine Menge von verschiedenen Bewegungen schnell hintereinander, dann dieselben noch einmal und wieder. Schließlich mache ich zum vierten Mal dieselbe Reihe, aber wechsle die Folge der Bewegung oder ich mache eine andere oder lasse eine aus. So wie Kinder, die alle Vögel fliegen spielen. Es ist ganz merkwürdig, dass Clarimont auch nicht ein einziges Mal eine falsche Bewegung macht, obwohl ich so schnell wechsle, dass sie kaum Zeit hat, jede einzelne zu erkennen. Damit verbringe ich meinen Tag. Aber ich habe keine Sekunde das Gefühl, dass ich unnütz die Zeit totschlage. Es ist mir im Gegenteil so, als ob ich nie etwas Wichtigeres getrieben habe. Mittwoch, 16. März. Ist es nicht komisch, dass mir nie ernsthaft der Gedanke kommt, meine Beziehung zu Clarimont auf eine etwas vernünftige Basis zu stellen, als diese stundenlangen Spielereien? Letzte Nacht dachte ich darüber nach. Ich kann doch einfach Hut und Mantel nehmen und hinübergehen. Zwei Treppen, fünf Schritte über die Straße, dann wieder zwei Treppen. An der Tür ist ein kleines Schild, darauf steht Clarimont. Clarimont was? Ich weiß nicht was, aber Clarimont steht da. Dann klopfe ich und dann... Soweit kann ich mir alles genau vorstellen. Jede kleinste Bewegung, die ich mache, sehe ich vor mir. Aber ich kann mir durchaus kein Bild machen, was dann weiterkommen soll. Die Türe öffnet sich, das sehe ich noch, aber ich bleibe davor stehen und blicke hinein in ein Dunkel, das nichts, aber auch gar nichts erkennen lässt. Sie kommt nicht. Nichts kommt. Es ist überhaupt gar nichts da, nur diese schwarze, undurchdringliche Dunkel. Mir ist manchmal, ob es eine andere Clarimont gar nicht gäbe, als die ich dort am Fenster sehe und die mit mir spielt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Frau aussehen würde im Hute oder einem anderen Kleide als ihrem schwarzen mit den großen lila Tupfen. Nicht einmal ohne ihre Handschuhe kann ich sie mir denken. Wenn ich sie auf der Straße sehen sollte oder gar in einem Restaurant, essend, trinkend, plaudernd, ich muss ordentlich lachen, so unmöglich erscheint mir das Bild.
Manchmal frage ich mich, ob ich sie liebe. Ich kann es nicht recht beantworten, da ich ja noch nie geliebt habe. Ist aber das Gefühl, das ich zu Clarimont habe, wirklich Liebe? So ist sie jedenfalls ganz, ganz anders, als ich sie bei anderen Kameraden gesehen oder aus Romanen kennengelernt habe. Es wird mir sehr schwer, meine Empfindung festzustellen. Es wird mir überhaupt schwer, an etwas zu denken, das sich nicht auf Clarimont bezieht oder vielmehr auf unser Spiel. Denn es lässt sich nicht leugnen. Es ist eigentlich dieses Spiel, das mich immer beschäftigt, nichts anderes. Und das ist es, was ich am wenigsten begreife. Clarimont, ja, ich fühle mich zu ihr hingezogen. Aber da hinein mischt sich ein anderes Gefühl, so als ob ich mich fürchte. Fürchte! Das ist es auch nicht. Es ist eher eine Scheu. Eine leise Angst vor irgendetwas, das ich nicht weiß. Und gerade diese Angst ist es, die etwas seltsam Bezwingendes, merkwürdig Wollüstiges hat, die mich von ihr abhält und doch näher zu ihr hinzieht. Mir ist, als liefe ich in großem Kreise weit um sie herum, käme hier ein wenig näher, zöge mich wieder zurück, liefe weiter, ginge an einer anderen Stelle vor und dann schnell wieder zurück, bis ich endlich, und das weiß ich ganz gewiss, doch einmal hin muss zu ihr. Clarimont sitzt am Fenster und spinnt. Fäden. Lange, dünne, unendlich feine Fäden. Sie macht ein Gewebe daraus. Ich weiß nicht, was es werden soll, und ich kann nicht begreifen, wie sie dieses Netz machen kann, ohne immer wieder die zarten Fäden zu verwirren und zu zerreißen. Es sind wunderliche Muster in ihrer feinen Arbeit. Fabeltiere und merkwürdige Fratzen. Übrigens, was schreibe ich da? Richtig ist, dass ich gar nicht sehen kann, was sie eigentlich spinnt. Viel zu fein sind die Fäden. Und doch fühle ich, dass ihre Arbeit genau so ist, wie ich sie sehe, wenn ich die Augen schließe. Genau so. Ein großes Netz und viele Geschöpfe darin. Fabeltiere und merkwürdige Fratzen. Donnerstag, 17. März. Ich bin in einer merkwürdigen Aufregung. Ich spreche mit keinem Menschen mehr, selbst Frau Dubenon und den Hausknecht sage ich kaum mehr guten Tag. Kaum lasse ich mir die Zeit, um zu essen. Ich mag nur noch am Fenster sitzen, mit ihr zu spielen. Es ist ein aufregendes Spiel, wirklich, das ist es. Und ich habe das Gefühl, als müsse morgen etwas vorfallen. Freitag, 18. März. Ja, es muss etwas passieren heute. Ich sage mir vor, ganz laut spreche ich zu mir, um meine Stimme zu hören, dass ich ja deshalb hier sei. Aber das Schlimme ist, ich habe Angst. Und diese Angst, dass mir etwas Ähnliches zustoßen könnte wie meine Vorgänger in diesem Raume, mischt sich seltsam in die andere Angst, die vor Clarimont. Ich kann sie kaum auseinanderhalten. Ich habe Furcht. Schreien möchte ich. 6 Uhr abends. Rasch ein paar Worte in Hut und Mantel. Als es 5 Uhr war, war ich zu Ende mit meiner Kraft. Oh, ich weiß jetzt gewiss, dass irgendeine Bewandtnis haben muss mit dieser 6. Stunde des vorletzten Wochentages. Jetzt lache ich nicht mehr über den Schwindel, den ich dem Kommissar vormachte. Ich saß auf meinem Sessel, mit Gewalt hielt ich mich da noch fest. Aber es zog mich, riss mich fast zum Fenster. Ich musste spielen mit Clarimont. Und dann wieder diese grässliche Angst vor dem Fenster. Ich sah sie da hängen, den Schweizer Kommis, groß mit dickem Halse und grauem Stoppelbart. Und den schlanken Artisten und den untersetzten, kräftigen Sergeant. Alle drei sah ich, einen nach dem anderen. Und dann zusammen alle drei, an demselben Haken, mit offenen Mündern und weit herausgestreckten Zungen. Und dann sah ich mich selbst, mitten unter ihnen. Oh, diese Angst. Ich fühlte wohl, dass ich sie ebenso sehr vor dem Fensterkreuz hatte und dem grässlichen Haken da oben wie vor Clarimont. Sie mag mir verzeihen, aber es ist so. In meiner schmächerlichen Furcht mischte ich sie immer hinein in das Bild der drei, die da hingen, die Beine tiefschleifend auf dem Boden. Das ist wahr. Ich fühlte keinen Augenblick in mir einen Wunsch, eine Sehnsucht, mich zu erhängen. Ich hatte auch keine Furcht davor, dass ich das tun möchte. Nein,
Ich hatte nur Angst vor dem Fenster selbst. Und vor Clarimonde. Vor etwas Schrecklichem, Ungewissen, das jetzt kommen musste. Ich hatte den leidenschaftlichen, unbezwingbaren Wunsch, aufzustehen und doch ans Fenster zu gehen. Und ich musste es tun. Da schellte das Telefon. Ich nahm die Muschel und ehe ich noch ein Wort hören konnte, schrie ich selbst hinein: Kommen! Sofort kommen! Es war, als ob der Schrei meiner gellenden Stimme im Augenblicke alle Schatten in die letzten Ritzen des Fußbodens jagte. Ich war ruhig im Augenblick. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirne und trank ein Glas Wasser. Dann überlegte ich, was ich dem Kommissar sagen solle, wenn er komme. Endlich ging ich ans Fenster und grüßte und lächelte. Und Clarimonde grüßte und lächelte. 5 Minuten später war der Kommissar da. Ich erzählte ihm, dass ich endlich der Geschichte auf den Grund komme. Heute möge er mich noch mit Fragen verschonen, aber ich würde ihm gewiss eine kurze, merkwürdige Enthüllung geben können. Das Komische dabei war, dass, als ich ihm das vorlog, ich durchaus überzeugt war, dass ich die Wahrheit sage. Und dass ich es jetzt noch fast so fühle. Entgegen meines besseren Wissens. Er bemerkte wohl meinen etwas sonderbaren Gemütszustand, besonders als ich mich wegen meines ängstlichen Schreis ins Telefon zu entschuldigen und ihn möglichst natürlich zu erklären versuchte. Und doch nicht recht einen Grund dafür fand. Er meinte sehr liebenswürdig, ich solle durchaus keine Rücksicht auf ihn nehmen. Er stände mir immer zur Verfügung, das sei seine Pflicht. Lieber komme er ein 1000 Mal vergebens, als dass er einmal auf sich warten ließe, wenn es nötig wäre. Dann lud er mich ein, heute Abend mit ihm auszugehen. Das würde mich zerstreuen. Es sei nicht gut, wenn ich immer so ganz allein sei. Ich habe angenommen, obwohl es mir schwerfiel. Ich mag mich nicht gerne trennen von diesem Zimmer. Samstag, 19. März. Wir waren in der Galerie Rochechouart, in der Cigale und in der Lune Rousse. Der Kommissar hat recht gehabt. Es war gut für mich, dass ich einmal hier herauskam, andere Luft atmete. Anfangs hatte ich ein recht unangenehmes Gefühl, so als ob ich etwas Unrechtes tue, als ob ich ein Deserteur sei, der die Fahne den Rücken gekehrt habe. Dann aber legte sich das. Wir tranken viel, lachten und schwatzten. Als ich heute Morgen ans Fenster trat, glaubte ich in Clarimondes Blick einen Vorwurf zu lesen. Vielleicht aber bilde ich mir das nur ein. Woher soll sie denn überhaupt wissen, dass ich gestern Nacht aus war? Übrigens dauerte das nur einen Augenblick. Dann lächelte sie wieder. Den ganzen Tag haben wir gespielt. Sonntag, 20. März. Ich kann heute wieder nur schreiben. Den ganzen Tag haben wir gespielt. Montag, 21. März. Den ganzen Tag haben wir gespielt. Dienstag, 22. März. Ja, und das haben wir heute auch getan. Nichts, gar nichts anderes. Zuweilen fragte ich mich, wozu eigentlich? Warum? Oder was will ich eigentlich? Wohin soll das führen? Aber ich gebe mir nie eine Antwort darauf. Denn es ist gewiss, dass ich nichts anderes wünsche als gerade das. Und das, was auch immer kommen mag, ist es, wonach ich mich sehne. Wir haben miteinander gesprochen in diesen Tagen. Freilich, kein lautes Wort. Manchmal haben wir die Lippen bewegt, öfters uns nur angesehen. Aber wir haben uns sehr gut verstanden. Ich hatte recht gehabt. Clarimonde machte mir Vorwürfe, weil ich weglief am letzten Freitage. Dann habe ich sie um Verzeihung gebeten und gesagt, dass ich es einsehe, dass es dumm von mir gewesen sei und hässlich. Sie hat mir verziehen und ich habe ihr versprochen, dass ich nie mehr weggehen wolle von diesem Fenster. Und wir haben uns geküsst, haben die Lippen lange an die Scheiben gedrückt. Mittwoch, 23. März. Ich weiß jetzt, dass ich sie liebe. Es muss so sein. Und ich bin durchdrungen von ihr bis in die letzte Fiber. Mag sein, dass die Liebe anderer Menschen anders ist, aber es gibt einen Kopf, ein Ohr nur, eine Hand, die irgendeiner anderen von 1000 Millionen gleich wäre. Alle sind verschieden,
so mag auch keine Liebe der anderen gleich sein. Absonderlich ist meine Liebe, das weiß ich wohl. Aber ist sie darum weniger schön? Beinahe bin ich glücklich in dieser Liebe. Wenn nur nicht diese Angst wäre. Manchmal schläft sie ein, dann vergesse ich sie. Aber nur auf Minuten. Dann wacht sie wieder und lässt mich nicht los. Sie kommt mir vor wie ein armseliges Mäuslein, das gegen eine große, schöne Schlange kämpft, sich entwinden will ihrer starken Umarmung. Warte nur, du dumme kleine Angst, bald wird diese große Liebe dich fressen. Donnerstag, 24. März. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich spiele nicht mit Clarimonde. Sie spielt mit mir. So kam es. Gestern Abend dachte ich, wie immer, an unser Spiel. Da habe ich mir 5 neue verzwickte Folgen aufgeschrieben, mit denen ich sie am Morgen überraschen wollte. Jede Bewegung trug eine Nummer. Ich übte sie mir ein, um sie möglichst schnell machen zu können. Vorwärts und dann rückwärts. Dann nur die geraden Ziffern und dann nur die ungeraden und alle ersten und letzten Bewegungen der 5 Folgen. Es war sehr mühselig, aber es machte mir viel Freude, brachte es mich doch Clarimonde näher, auch wenn ich sie nicht sah. Stundenlang übte ich so, aber endlich ging es wie am Schnürchen. Heute Morgen nun trat ich ans Fenster. Wir grüßten uns. Dann begann das Spiel. Hinüber, herüber. Es war unglaublich, wie schnell sie mich verstand, wie sie im selben Augenblick fast alles tat, was ich machte. Da klopfte es. Es war der Hausknecht, der mir die Stiefel brachte. Ich nahm sie an. Wie ich zum Fenster zurückging, fiel mein Blick auf das Blatt, auf dem ich meine Folgen notiert hatte. Und da sah ich, dass ich soeben nicht eine einzige all dieser Bewegungen ausgeführt hatte. Ich taumelte beinahe, ich fasste die Lehne des Sessels und ließ mich hineinfallen. Ich glaubte es nicht, las das Blatt wieder und wieder. Aber es war so. Ich hatte soeben am Fenster eine Reihe von Folgen gespielt und nicht eine von meinen. Und ich hatte wieder das Gefühl, eine Türe öffnet sich weit. Ihre Türe. Ich stehe davor und starre hinein. Nichts. Nichts. Nur dieses leere Dunkel. Dann wusste ich, wenn ich jetzt hinausgehe, bin ich gerettet. Und ich empfand wohl, ich konnte jetzt gehen. Trotzdem ging ich nicht. Das war, weil ich das bestimmte Gefühl hatte. Du hältst das Geheimnis fest in beiden Händen. Paris, du wirst Paris erobern. Einen Augenblick war Paris stärker als Clarimonde. Ach, jetzt denke ich kaum mehr daran. Jetzt fühle ich nur meine Liebe und in ihr diese stille, wohllüstige Angst. Aber in dem Augenblick gab es mir Kraft. Ich las mir noch einmal meine erste Folge durch und prägte mir jede Bewegung deutlich ein. Dann ging ich zurück ans Fenster. Genau gab ich Acht auf das, was ich tat. Es war keine Bewegung darunter, die ich ausführen wollte. Dann nahm ich mir vor, den Zeigefinger an der Nase zu reiben, aber ich küsste die Scheibe. Ich wollte trommeln auf der Fensterbank, aber ich fuhr mit der Hand durchs Haar. Es war also gewiss, nicht Clarimonde machte das nach, was ich tat. Ich tat vielmehr das, was sie mir vormachte. Und tat es so schnell, so blitzartig, dass es fast zur selben Sekunde geschah, dass ich mir auch jetzt noch manchmal einbildete, von mir aus wäre die Willensäußerung ausgegangen. Ich also, der so stolz darauf war, ihre Gedanken zu beeinflussen, ich bin es, der so ganz und gar beeinflusst wird. Nur, dieser Einfluss ist so leicht, so weich. Oh, es gibt nichts, das so wohltuend wäre. Ich habe noch andere Versuche gemacht. Ich steckte beide Hände in die Taschen, nahm mir fest vor, sie nicht zu rühren, starrte zu ihr hinüber. Ich sah, wie sie ihre Hand hob, wie sie lächelte und mir leicht drohte mit dem Zeigefinger. Ich bewegte mich nicht. Ich fühlte, wie meine Rechte sich heben wollte aus der Tasche, aber ich krallte die Finger tief in das Futter. Dann, langsam nach Minuten, lösten sich doch die Finger und die Hand kam heraus aus der Tasche,
und der Arm hob sich. Und ich drohte ihr mit dem Finger und lächelte. Es war, als ob gar nicht ich selbst das tue, sondern irgendein Fremder, den ich beobachtete. Nein, nein, so war es nicht. Ich tat es wohl und irgendein Fremder beobachtete mich. Eben der Fremde, der so stark war und die große Entdeckung machen wollte. Aber das war ich nicht. Ich. Was geht mich irgendeine Entdeckung an? Ich bin da, um zu tun, was sie will. Clarimonde, die ich liebe in köstlicher Angst. Freitag, 25. März. Ich habe den Telefondraht zerschnitten. Ich habe keine Lust mehr, immer gestört zu werden von dem albernen Kommissar, gerade dann, wenn die seltsame Stunde anbricht. Herrgott, warum schreibe ich das nur? Kein Wort ist wahr davon. Es ist, als ob jemand die Feder führe. Aber ich will das hier niederschreiben, was ist. Es kostet mich eine ungeheure Überwindung, aber ich will es tun. Nur noch einmal, noch das, was ich will. Ich habe den Telefondraht zerschnitten. Ach, weil ich musste. Da steht es, endlich. Weil ich musste. Musste! Wir standen am Fenster heute Morgen und spielten. Unser Spiel ist anders geworden seit gestern. Sie macht irgendeine Bewegung und ich wehre mich, solange es geht, bis ich endlich nachgeben muss, willenlos das zu tun, was sie will. Und ich kann gar nicht sagen, welch wundervolle Lust es ist, dieses Besiegtwerden, dieses Hingeben in ihren Willen. Wir spielten. Und dann plötzlich stand sie auf, ging zurück in das Zimmer. So dunkel war es, dass ich sie nicht mehr sehen konnte. Sie schien verschwunden im Dunkel. Aber gleich kam sie wieder, trug in beiden Händen ein Tischtelefon, ganz wie meines. Sie setzte es lächelnd nieder auf das Fensterbrett, nahm ein Messer, schnitt die Schnur durch und trug es wieder zurück. Wohl eine Viertelstunde lang habe ich mich gewehrt. Meine Angst war größer wie je zuvor, aber umso köstlicher war dies Gefühl des langsamen Unterlegens. Und endlich brachte ich mein Apparat, schnitt die Schnur durch und stellte ihn zurück auf den Tisch. So ist es geschehen. Ich sitze an meinem Tisch. Ich habe Tee getrunken. Soeben hat der Hausknecht das Geschirr hinausgetragen. Ich habe ihn nach der Zeit gefragt. Meine Uhr geht nicht recht. 5:15 Uhr ist es. 5:15 Uhr. Ich weiß, wenn ich jetzt aufstehe, wird Clarimonde irgendetwas tun. Sie wird irgendetwas tun, das ich auch tun muss. Ich sehe doch auf. Sie steht da und lächelt. Nun, wenn ich doch den Blick wegwenden könnte. Nun geht sie zur Gardine. Sie nimmt die Schnur ab. Rot ist sie, genauso wie die meines Fensters. Sie macht eine Schlinge. Sie hängt die Schnur oben an den Haken des Fensterkreuzes. Sie setzt sich und lächelt. Nein, das kann man nicht mehr Angst nennen, was ich empfinde. Es ist eine entsetzliche, beklemmende Furcht, die ich doch nicht eintauschen möchte, um nichts in der Welt. Es ist ein Zwang, so unerhörter Art. Und doch so seltsam wollüstig in seiner unentrinnbaren Grausamkeit. Ich könnte gleich hinlaufen und das tun, was sie will. Aber ich warte, kämpfe, wehre mich. Ich fühle, wie es immer stärker wird mit jeder Minute. So, ich sitze wieder hier. Ich bin rasch hingelaufen und habe getan, was sie wollte. Die Schnur genommen, die Schlinge gemacht und an den Haken gehängt. Und jetzt will ich nicht mehr aufsehen. Ich will nur hierhin auf das Papier starren. Denn ich weiß, was sie tun wird, wenn ich jetzt wieder sie ansehe. Jetzt, in der 6. Stunde des vorletzten Wochentages, sehe ich sie. So muss ich tun, was sie will. Ich muss dann... Ich will sie nicht ansehen. Da lache ich laut. Nein, ich
lache nicht. Irgendetwas lacht in mir. Ich weiß weshalb. Über dieses Ich will nicht. Ich will nicht. Und weiß doch ganz sicher, dass ich muss. Ich muss sie ansehen. Muss es tun. Und dann das Übrige. Ich warte nur, um diese Qualen noch länger auszudehnen. Ja, das ist es. Diese atemlosen Leiden, die höchste Wollust sind. Ich schreibe schnell, um noch länger hier zu sitzen, um diese Sekunde der Schmerzen auszudehnen, die meiner Liebe Lüste ins Unendliche steigern. Noch mehr, noch länger. Wieder die Angst, wieder. Ich weiß, ich werde sie ansehen, werde sie aufstehen, werde mich erhängen. Nicht davor fürchte ich mich, oh nein. Das ist schön, das ist köstlich. Aber irgendetwas anderes ist noch da, was hier nachkommt. Ich weiß nicht, was es sein wird, aber es kommt. Es kommt ganz sicher, denn das Glück meiner Qualen ist so ungeheuer groß, so. Ich fühle, dass ihm ein entsetzliches folgen muss. Nur nicht denken. Irgendetwas schreiben, irgendetwas, gleichgültig was, nur schnell, nur nicht besinnen. Meinen Namen, Richard Bragmont, oh, ich kann nicht mehr weiter. Richard Bragmont, jetzt, ich muss sie ansehen. Richard Bragmont, noch mehr. Der Kommissar des 9. Reviers, der auf wiederholtes telefonisches Anläuten keine Antwort erhalten hatte, betrat nun 6 Uhr, 5 Minuten das Hotel Stivon. Er fand im Zimmer Nummer 7 die Leiche des Studenten Richard Bragmont am Fensterkreuze hängen, genau in derselben Lage wie seine 3 Vorgänger. Nur das Gesicht hatte einen anderen Ausdruck. Es war in grässlicher Angst verzerrt, die Augen weit geöffnet, drangen heraus aus den Höhlen. Die Lippen waren auseinandergezogen, die starken Zähne fest übereinander gebissen. Und zwischen ihnen klebte, zerbissen und zerquetscht, eine große schwarze Spinne mit merkwürdigen violetten Tupfen. Auf dem Tische lag das Tagebuch des Mediziners. Der Kommissar las es und begab sich sofort in das gegenüberliegende Haus. Er stellte dort fest, dass die 2. Etage seit Monaten leer stand und unbewohnt war.